Die nachfolgende Sendung widmet Ihnen Kfz Jagschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken. Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir zeigen Ihnen Neuigkeiten vom Eisenstädter Autofrühling und die Highlights der Volkswagen-Gruppe vom Genfer Autosalon. An drei Tagen haben Eisenstädter Autohäuser wieder zum Autofrühling geladen. Unter mehreren Ford-Neuheiten gibt es im Autohaus Weintritt den beliebten Mondeo zu sehen. Er wirkt dynamisch und modern, aber trotzdem zeitlos. Die Riese mit einer Länge von rund 4,90 Meter bietet vorne und hinten viel Platz. Das Mondeo Einstiegsmodell ist derzeit zu einem Aktionspreis von 27.800 Euro erhältlich. Beim neuen Ford S-Max wurden die Fugen und Kanten geglättet und nachgeschärft. Die Front trägt den neuen Trapezkühlergrill. Die Sportvan bietet viel Stauraum und ist optional auch als Siebensitzer erhältlich. Die Rücksitze lassen sich auf Knopfdruck umklappen. Dies vergrößert den Laderaum auf 2200 Liter. Den Ford S-Max Trend mit 2 Liter Dieselmotor gibt's jetzt zum Aktionspreis von 32.550 Euro. Mazda und Suzuki sind die Automarken, die im Autohaus Yaris angeboten werden. Für den Vitara, den japanischen Lifestyle-SUV von Suzuki, gibt es jetzt bei Yaris einen speziellen Bonus. Für uns gibt es auch eine besondere Aktion. Für alle Lagen Suzuki Vitara 1.6er Benzinermodelle gibt es einen Osterbonus von 2.000 Euro. Leichter und kompakter als der Vorgänger, mit einem Fahrzeuggewicht von nur 1000 Kilogramm, so präsentiert sich der weltweit meistverkaufte Roadster von Mazda, der neue MX-5. Das hübsche zweisitzige Kultfahrzeug mit tiefem Schwerpunkt und dynamischen Proportionen bietet puren Fahrspaß. Beim Antrieb kann man zwischen einem 1,5 oder 2 Liter Benziner mit 130 oder 160 PS wählen. Der MX-5 startet knapp über 25.000 Euro. Bei Denzel Eisenstadt mit den Marken Hyundai, Volvo und Mitsubishi steht ein neues Hyundai-Modell im Brennpunkt. Die Modellpalette von Hyundai i20 wurde jetzt erweitert. Wir haben den normalen i20, den i20 Coupé und den i20 Active. Der i20 Active ist das neueste Modell von Hyundai und ist jetzt in der Einführungsphase mit einem Willkommenspaket und einem Startpaket natürlich auch ausgerüstet. Zum Probefahren gibt es natürlich auch alle gängigen Volvo-Modelle, wie zum Beispiel den Volvo V60. Der Premium-Sportkombi mit 5 Türen besticht durch seinen exklusiven Auftritt, innen und außen. Pünktlich zum Autofrühjahr gibt es im Autohaus Nemeth die neuesten Modelle von Kia, Peugeot, Alfa Romeo und Fiat zu sehen. Bei Peugeot stehen die Style Edition Modelle im Fokus. Peugeot 308 Style Sondermodelle verfügen über eine Zusatzausstattung wie zum Beispiel Nebelscheinwerfer, die Leichtmetallfelgen und beheizbare Vordersitze. Das gilt auch natürlich für alle anderen Modelle wie 2008, 208, da haben wir das auch dabei. Bei Kia zeigt sich der Kompakt-SUV Sportage mit neuem Gesicht, überarbeiteter Antriebspalette und den neuesten Komfort- und Sicherheitstechnologien. Gegenüber dem Vorgängermodell Kia Sportage verfügt der neue Kia Sportage jetzt auch zusätzlich, natürlich optional, über einen Querverkehrsassistenten, Totenwinkelassistenten und auch die Möglichkeit, automatisch einzuparken. Preislich startet der Kia Sportage bei 21.490 Euro inklusive einem Fahrzeugeintauschbonus und einem Finanzierungsbonus. Werben Sie auf unseren Video-Walls an den attraktivsten Standorten Österreichs. Zeigen Sie sich, wenn andere verblassen. Les Video-Walls. Leihwagen Eisenstadt. Für jede Gelegenheit der passende Wagen. Anfragen und Infos auf www.leihwageneisenstadt.at oder telefonisch unter 0650 777 0650. Bereits zum 86. Mal präsentieren am Genfer Autosalon alle wichtigen Fahrzeughersteller ihre Neuheiten. Am Stand von Volkswagen feiert man mit dem neuen Up Weltpremiere. Wir zeigen hier in Genf unser kleinstes Modell in einer ganz frischen Version. Er ist jetzt jünger, sportlicher
und auch viel bunter, weil wir haben jetzt 13 Außenfarben, 3 Dachfarben zur Auswahl und innen sogenannte Dashpads, da kann man zwischen 10 Farben wählen. Außen macht sich die Verjüngungskur an der Front, an den Scheinwerfern, an den Außenspiegeln mit integrierten Blinkleuchten und am Heck bemerkbar. Mehr Power bringt jetzt ein neuer 90 PS TSI Motor. Mit bis zu 185 km/h kratzt dieser ab an den Fahrleistungen des ersten Golf GTI. Der neue ab kommt im Spätsommer auf den Markt in Österreich. VW-Nutzfahrzeuge feiert mit dem Caddy Erdgas Weltpremiere. Der sparsamste Caddy aller Zeiten wird erstmalig mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Laut Hersteller sind damit Reichweiten von rund 630 km und beim Caddy Maxi 860 km im reinen Gasbetrieb zu erzielen. Porsche präsentiert den neuen 718 Boxster. Also der Name leitet sich mal ab vom 718 R60 Bergspider. Einem Fahrzeug, mit dem Porsche in frühen Jahren die Targa Florio gewonnen hat, beziehungsweise auch die Europa-Bergmeisterschaft. Also ein sehr, sehr erfolgreiches Rennauto, auch mit Vierzylindermotoren. Und auch dieses neue Fahrzeug hat einen Vierzylindermotor. Und mit diesem Vierzylinder haben wir eine enorme Spriteinsparung, aber bei gleichzeitiger Leistungserhöhung und einem höheren Drehmoment. Das heißt also, unseren Technikern ist mehr oder weniger die Quadratur des Kreises geglückt. Der Normverbrauch ist dadurch um über 1,5 Liter gesunken. Den Porsche Boxster wird es in Zukunft mit 300 PS und den Boxster S mit 350 PS geben. Die Präsentation in Österreich wird im Laufe des Aprils stattfinden. Seat zeigt sein allererstes SUV-Modell. Das ist der neue Ateca, der kommt im Juli nach Österreich. Und natürlich aufgrund dieser Kombination wartet Seat sehnsüchtig auf dieses Auto. Es ist auf der neuesten Technologie aufgebaut. Sie sitzen her in dem Auto drinnen. Sie haben alle Helferlein. Sie können es mit Allrad haben. Sie können es kombinieren mit DSG. Sie können von 115 bis 190 PS Benzin und Diesel alles haben. Und sie haben natürlich eine Qualität eines Autos mit einer Technologie, die seinesgleichen sucht. Der neue Ateca beginnt bei 19.990 Euro und hat, wie alle Ateca, serienmäßig eine 5-Jahres-Werksgarantie. Wem die Kombination Diesel und Allrad besonders am Herzen liegt, muss für den Seat Ateca, sehr, sehr gut ausgestattet mit 150 PS, 30.990 Euro bezahlen. Bei Skoda macht eine SUV-Studie mit etwa 4,70 Meter Länge, großem Innenraum und klaren Linien und Kanten auf sich aufmerksam. Interessant bei der Vision S ist auf jeden Fall mal die neue Designsprache, ja, die angelehnt ist an die tschechische Kristallkunst. Man sieht Zicken, Kanten, dreieckige Linien. Interessant ist weiterhin die Sechssitzigkeit in der Vision S. Später, sprich in der Serie, wird dann auch eine dritte Sitzreihe optional verfügbar sein. Die Studie gibt einen Ausblick auf das zukünftige Skoda SUV-Modell oberhalb des Yeti, das in ähnlicher Form heuer auch noch in Serie gehen wird. Für die digitale Vernetzung und die Verbindung des Smartphones mit dem Fahrzeug gibt es für jeden Passagier ein eigenes Display, eine Smartphone-Ablage mit SmartLink-Funktion und induktiver Lademöglichkeit. Audi präsentiert den Q2 jugendlich provokativ gestylt und mit jeder Menge Hightech an Bord. Der 4,19 Meter lange Kompakt-SUV kommt mit mehreren Motorvarianten ab 116 PS im Herbst zu den Händlern. Mazda zeigt in Genf mit der heckgetriebenen Designstudie RX Vision den weltweit einzigartigen Sportwagen, der aus einem marktreifen Kreiskolbenmotor angetrieben wird. Keine Studie ist der Mazda 3 mit dem neuen 105 PS Dieselmotor mit 3,8 Liter Normverbrauch und 99 Gramm CO2-Ausstoß, welcher ab Mai zu haben ist. Ab sofort in Österreich gibt es bei den Händlern das Sondermodell Mazda 3 Takumi inklusive umfangreicher Mehrausstattung wie zum Beispiel 18 Zoll Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, 2-Zonen-Klimaautomatik und Leder-Alcantara-Sitze zum Preisvorteil von 1.000 Euro. Diese Sendung widmete Ihnen Kfz Jagdschitz in der Kasernenstraße 9 in Eisenstadt. Reparatur und Service aller Marken.